Wieso geht jetzt das Licht an? Wenn ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ich sage mal, herzlich willkommen im Jahr 2024. Ich habe gestern, also am 1. Januar, warum ist denn jetzt hier das Licht, Mann? Angefangen, spontan eigentlich, mit einem Diorama, weil ich mir ein paar Videos angeguckt hatte. Ich muss mal hier, warum ist denn das mit dem Licht jetzt hier so bescheuert? Ehrlich, du. So. Ja, weil ich angefangen habe, spontan, ich habe mir so Videos angeguckt von, wie man Wasser macht. Das hat mich auf jeden Fall sehr interessiert, sag ich mal. Also schon länger. Aber weil es ja eine sogenannte Königsklasse ist vom Modellbau, habe ich mich da nie rangetraut und auch nicht den Sinn gesehen, für meine Autos, sag ich mal, so eine Wasserlandschaft zu bauen. Hat sich aber geändert, wie gesagt, gestern am 1. Januar. Und zwar habe ich mir hier eine dicke, also was heißt dick, so dick ist die Platte gar nicht, eine Styroporplatte, einfach zurechtgeschnitten. Hab denn angefangen, eigentlich hier ein Stück Wasser zu bauen, also sprich mit Papier, also Klopapier, auf, genauer gesagt Klopapier. So macht man das wohl. Also, wie gesagt, ihr habt da bestimmt auch Ahnung von. Ich bin da so ein bisschen hinten dran, sag ich mal. Also, hä? Also, der Typ, der es eben später erst macht oder peilt. Wie gesagt, diese Struktur versucht hinzukriegen, sind irgendwie 3-4 Lagen Klopapier. Das wird natürlich alles noch farbig gemacht, damit das jetzt schon mal, also das sieht ja komisch aus, wenn man das so sieht, ne? Nee, das kommt alles noch farbig. Das hinten bleibt hier nur so dunkel. Das Wetter ist auch wirklich wieder mies zum Jahresanfang, sag ich mal. Zum Glück war es ja gestern schön. Ja gut, vielleicht nicht bei allen, bei uns in Berlin auf jeden Fall. Wie gesagt, hab hier meinen alten Sand, beziehungsweise alte Erde, raufgeklebt, dann so ein Haufen Grünzeug. Stimmt, die Bäume muss ich noch ein bisschen braun bemalen. Das ist alles jetzt noch nicht so ganz, wie gesagt, fertig sowieso noch nicht. Soll so eine Fläche darstellen, so eine abgeholzte Baumfläche sozusagen. Und hier kommt eben das Wasser hin. Und hier kommt nochmal ein Weg mit einer anderen Farbe, also ich sag mal anderer Sand. Wo, sag ich mal, das Auto langfahren könnte. Kicken wir mal, das mal erstmal kurz festgehalten für euch, damit es jetzt nicht wirklich komplett alles fertig ist und ihr seht dann nur das komplette Ding. Ja, und wie gesagt, ich habe gestern das einfach spontan gemacht und habe mir auch gedacht, ey, du musst nicht immer alles filmen, behalt das mal für dich sozusagen, ja. Aber man merkt es wirklich, man will es teilen irgendwie. Und letztendlich habe ich mir auch gedacht, ey, wenn ich es denn später zeige, das Diorama, im fertigen Zustand, weil das will ich ja, ja, macht es Sinn, das auch mal kurz mal aufzunehmen wenigstens, damit ihr wenigstens diese Schritte mitgekriegt habt. Wie gesagt, das kommt noch farbig alles und mal schauen, da kommen noch Zäune rum oder irgendwie noch eine Erhöhung, also das Ding ist hier noch lange nicht fertig. Judy, Mann, 3 Minuten noch was. So, hab das jetzt alles ein bisschen abgebürstet, also ist auf jeden Fall eine Menge drauf geblieben. Ich habe, genau das wollte ich auch nochmal erzählen, ich habe ja diesen Stenzer Bastelleim, ja. Und es gibt Weißleim und Bastelleim und irgendwie ist das so ein bisschen fast gleich. Sie haben so ja geschrieben im Internet, also bei der Plattform mit G, dass es, ja, selbst als Glasur gut ist. Also sprich, du kannst damit auch lackieren. Ich habe, das wollte ich jetzt kurz zeigen, mir Sand geholt aus dem Sandkasten unten. Das werden mir die lieben Kinderchen nicht böse nehmen, da ist noch genug. Und einen Haufen Steine habe ich mir jetzt noch besorgt. Richtig geile, coole, ja, fast landschaftsähnliche Steine, würde ich fast sagen. Also richtig cool. Mal gucken, was das wird. Juhu. Kurz-Update. Diorama 2024. Ja, der erste. So,
So, habe mir jetzt hier blau, weiß und gelb angesetzt sozusagen. Und dann habe ich hier noch braun für die Ränder. Und ja, jetzt erstmal diese Fläche hier machen. Bevor wir das aber machen, ich hoffe, man sieht hier irgendwas. Also demnächst gibt es die Reparatur von meiner Digicam und dann sind das auch wieder besser anzusehende Videos als jetzt hier mit dem Handy. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Man könnte hier auch mal noch mal ein bisschen. Man sieht, man braucht überhaupt nicht viel Farbe. Einmal eingetunkt und schon läuft die Sache. Ja, wunderschön. Ein Baum kommt selten allein. Gut, ja, das ist blöd hier mit einer Hand. Wie gesagt, das wird hier auch noch schön angestrichen mit dem Braun. Schön flüssig, muss ich aber deswegen wahrscheinlich zweimal machen. Gut, ich melde mich denn, wenn ich hier ein bisschen weitergekommen bin, wa? So sieht es schon mal aus hier. Jetzt hier gerade dabei, noch den Sand so ein bisschen hier anzuzeichnen. Da kommt ja noch richtiger Sand rüber. Geil, ey, das macht auf jeden Fall voll Laune. Macht richtig Spaß, ihr lieben Freunde. Könnt ihr mal schon mal glauben. Das ist einfach nur entspannt auch. Entschuldigung, dass ich gerade so komisch klinge, hab die Zigarette im Mund. Das Gute ist, die Farbe macht das auch noch mal fest. Alles, ne? Ich glaube, ich hau auch einfach hier jetzt mal ein bisschen mehr Farbe drauf. Kann man das überhaupt alles sehen hier, was ich hier mache, Mensch? Blöde Frage. Haha, geil. So, und der Rest wird eigentlich mit dem Sand abgefüllt. Also, mehr brauche ich jetzt hier eigentlich gar nicht machen. Das ist schon ganz nice. Das sieht sogar aus, als ob das, ja, ein paar Ebenen hat, ne? Dabei ist das ganz flach. Es ist flach. Flach wie die Erde nicht sein soll. Kurzes Update. Die Wellen haben mir hier nicht gefallen. Ich weiß nicht, vielleicht fällt es euch ja auch auf.
Das ist einfach unstrukturiert, weil mein Plan war eigentlich davor, einen See zu machen oder so einen Teich, sag ich mal. Dann wollte ich hier was drum basteln, keine Ahnung. Letztendlich ist jetzt eigentlich ein Meer hier draus geworden, also eine Meerlandschaft. Und das will ich auch eigentlich jetzt nochmal verbessern, weil diese, das sind ja hier keine Wellen. Deswegen kommt jetzt das zum Einsatz, was ich hier eben gelernt habe bei YouTube. Bei den Leuten, die sowas basteln, schön Klopapier mit Kleber und ja, ich melde mich gleich wieder. So, wichtig ist, dass ihr das Klopapier auf jeden Fall zerreißt an allen Ecken, ja, damit das keine gerade Kante mehr da ist. Und so könnt ihr dann mit kleinen Papierschnipseln praktisch da, ja, das machen, was ihr wollt. Das ist ja keine Vorgabe, ne, wie man es so sieht. Man denkt natürlich immer, ja geil, perfekt, ich will das auch so machen. Lasst euch einfach treiben und ja, denkt an die Optik, die ihr da erstellen wollt. So, ordentlich eingesuppt, würde ich mal sagen, wa? Ja, und jetzt kommt Papier drüber. So sieht es natürlich auch geil aus, so würde das aussehen, wenn man es lackiert hätte jetzt. Weil ich war echt nah dran zu sagen, ja, mach fertig. Soll ja halt nicht zu lange dauern, aber man sollte sich schon Zeit lassen, beziehungsweise mal auch die Eindrücke. Deswegen nehme ich es jetzt auch auf, weil so gefällt mir jetzt eigentlich auch ganz schön gut. Wenn man natürlich jetzt auf diese Wellenform guckt, deswegen, ich bleibe jetzt bei meiner Meinung, ich mache jetzt da nochmal eine Schicht drüber. Das ist jetzt praktisch, so hätte es ausgesehen, aber... ich find's nicht so gut. Deswegen. Wobei es gar nicht schlecht ist. Muss da natürlich hier eine Karre immer bei denken, ne? Dass da auch mal noch ein Auto steht. Am Strand. Papierzeug darauf gelegt. Ja. Man sollte natürlich kurz mal Auto wieder wegnehmen. Ne? Das soll ja nicht angeschmattert werden hier. Oh, ein bisschen hier rauf. Zack, zack, zack. Ja, und wichtig ist eben, dass die Wellen natürlich, so wie es im natürlichen Sinne auch ist. Diese Dinger sind hier zum Beispiel, braucht man nicht. Kann man das sehen? Man muss schon so ein bisschen natürlich einhalten, wie die Natur auch so ist. Oder zumindest es versuchen. Aber das habe ich jetzt auch erst mitgekriegt. Je nachdem, was man, ich glaube, man sollte auch wirklich mal mit einem Plan rangehen, beziehungsweise, ja, aufzeichnen, mache ich ja immer nicht. Ich mache das eher immer Freestyle aus dem Bauch raus. So wie dieses Ding, wie gesagt, ich habe das ja auch nicht aufgenommen am Anfang. Dann dachte ich, doch, nimm's auf. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist alles, wie gesagt, liegt in eurer Sichtweise so. Anders kann man das nicht sagen. Da gibt es kein Rezept für. Natürlich muss man probieren, so wie ich jetzt hier auch. Hier auch mal was wegnehmen vielleicht. Was ich nur sagen will, einfach machen, das ist es. Und nicht lange überlegen. So, und nur aus Übung wird man besser. Ja, ich habe mir, wie gesagt, jetzt klar ein bisschen was angeguckt. Im TV. Wie sagt man es? Im Visuell. Nein, Quatsch. Ihr merkt, ich bin vertieft in die Arbeit. Ja, da diese Stelle hier fällt mir eben noch nicht. Da muss irgendwas noch passieren. Und hier ist auch
Noch nicht. Gut, ich mach erstmal aus. Bis später. Also man arbeitet sich da wirklich ran. Ich habe es vielleicht gar nicht gezeigt. Ich hatte hier den Kleber mir angemixt. Ja, so sehr dünn. So wie ich es bei YouTube gesehen habe. Also einfach den normalen Bastelleim so flüssig machen. So, sag ich mal, wie eine Milch. Eine Milch. Ja, eine Milch. Also es soll immer noch weiß sein, nicht durchsichtig. Und dann ist das gut. Und wie gesagt, ich bin hier voll zufrieden gerade, weil du kannst hier echt krasse Effekte machen mit dem Klopapier. Das ist echt übelst krass. Und mit dem Kleber hier misch eben. Ich habe jetzt da eben angefangen, da eben die diese Hauptwellen da hinten nochmal zu machen und hier so voll krass abzugehen. Ist jetzt natürlich nicht noch nicht gestrichen. Aber mal gucken, wie das aussieht, wenn es trocken ist. Ich will jetzt auch aufhören, weil man kann hier nicht, also man hat hier echt das Gefühl, oh, da will ich noch was bauen. Also ich will hier jetzt noch vielleicht eine noch mal höher machen, also diese, wie sagt man es, 3D wirklich. Und da noch mal ein bisschen rumfummeln. Ich melde mal wieder. Geile Diorama, Alter.